Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier immer noch in Vault 81, als, naja, der schwarze Teufel nicht mehr ganz so. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute von draußen. Ja, halt doch mal die Klappe. Curry, komm. Ja, wir sind hier immer noch in Vault 81 unterwegs, nachdem wir in der letzten Folge unter anderem die gute Curry gerettet haben, einen neuen Mr. Handy, beziehungsweise eine Mrs. Handy, Mrs. in dem Fall. Und ja, wir mussten uns um einen, ich sag mal, Bereich der Vault kümmern, mit sehr vielen Maulwurfsratten und Giftparasiten und alles, was dazugehörte, Krankheiten noch und nöcher. Aber jetzt sind wir ja soweit auf dem Stand der Dinger. Pass auf wegen der Wartungsarbeiten. Die hören hier nie auf. Nee, Klinik, wo war die Klinik unten, ne? Ist es denn schon drin auch hier lang? Und außerdem musst du mich immer heilen, weil ich habe auch die Rattenkrankheit. Das Heilmittel. Du hast es. Gib es auch Sinn. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Sollte nicht lang dauern. Was? Wo bin ich? Gott sei Dank. Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank, Austin. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Danke, Mister. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Naja. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Wort dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Kann ich hoffe, Großmutter? Dir gefällt deine hast Unterkunft. Du was zu essen? Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. So viele hier, hallo. Vielen Leuten die Augen geöffnet, mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Waltek so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Waltek ist gescheitert. Was auch immer Waltek geplant hatte, es ist schiefgegangen. Und all ihre Leute kamen dabei ums Leben. Da widerspreche ich nicht. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir es positiv. Du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaffst. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden muss. Man muss es nicht meiden und man muss es nicht fürchten. Das Einzige, was du musst, ist dich in Acht nehmen. Hättest du einen Augenblick Zeit? Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. War da ausgebildet worden? Nach den Bomben steht es mit der Wissenschaft im Commonwealth nicht zum Besten. Aber es gibt doch sicher noch Gelehrte dort draußen. Oder zumindest Daten. Das ja. Monsieur, nimmst du mich mit dir? Ja, dann komm. Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. Ich trage so viel, kann ich rennen.
Warum trage ich denn so viel? Was habe ich denn jetzt bei mir, was zu viel wiegt? Ist ja nicht dieses Indikator-Ding. Ne, hat bloß 10 Gewicht. Hab ich jetzt irgendwas dabei, was. Ich war eben gerade nicht so voll. Das ist jetzt ein bisschen kurios, aber okay. Ich könnte ja vielleicht mit der Dame in der Cafeteria ein bisschen handeln und der ein bisschen Nahrung verkaufen. Die dürfte ja eigentlich Interesse daran haben, ein bisschen Essen für die Vault zu haben, sag ich mal. Weil ich bin ehrlich, ich nutze das Essen generell eh wenig. Ich nutze das Essen sehr wenig, bin ich ehrlich. Deswegen wäre es vielleicht für sie. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles, was man braucht. Naja, ich will erstmal ein bisschen Essen verkaufen an der Dame hier, damit sie ihr Vault weiter Maria. Bestücken kann. Dass der kleine Junge wieder auf dem Damm ist. Und den Vault hast du auch wirklich beeindruckt. Also, was kann ich unserem neuen Star bringen? Ich möchte handeln, aber ich möchte dir was verkaufen. Mit leerem Magen bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ist zwar nicht schön, dass ich dir das Geld abziehe, aber ich glaube, das Geld ist für dich in dem Fall ein bisschen wichtiger. Deswegen kriegst du hier ein bisschen Blähfliegenfleisch, was mir auch nochmal ein Gewicht spart. Hier weites Wasser. Maros Rattenfleisch. Kannst du alles haben. Die Melone kannst du haben, die Mutterbeeren und das schmutzige Wasser auch noch. So, das verkaufe ich dir alles. Immer noch, ja. Was habe ich jetzt noch bei mir? Immer noch 15 Kilo mehr. Deine Anwesenheit hier hat wirklich was bewirkt. Du hast dafür gesorgt, dass eine Menge Leute dem Commonwealth gegenüber aufgeschlossener sind. Obwohl, nee, die Ärztin. Die Dr. Penske oder Penske, die heilt mich ja gar nicht. Das wird ja die andere sein, die Rachel da hinten aus der Krankenstation. Carrie, ich bin gleich wieder da, ne? Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Hybridisierung. Da muss ein Fehler in der Hybridisierung sein. Hallo. Alexis. Weißt du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Das ist gut, dass du mehr Zeug hast, als du brauchen kannst. Aber verkaufen. Toll. Ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ich verkaufe dir auch trotzdem ein bisschen mehr Kram. Pass mal auf, ich habe hier. Was ich definitiv nicht brauche, ist ein Splittermin. Die will ich eigentlich auch gar nicht haben. Deswegen gebe ich dir die. Schwere Napalmer. Ach ja, es ist das Ding von der Enklave, stimmt. Der Indikator. Die beiden will ich eigentlich behalten. Die eine will ich auseinandernehmen. Das will ich hier nicht wieder haben. Pass mal auf, ich verkaufe dir mal die ganzen Drogen hier, weil die nutze ich eh nicht. Ah, verstrahltes Blut. Ich weiß nicht, was du damit machen kannst, aber. Gündios, der verwalte ich. Die Nikolas behalte ich. Blutpakete behalte ich auch. Kann ich ein bisschen Schrott verkaufen? Was ist denn hier das schwerste? Schrott nach Wert, nach Gewicht. Die Angel hat 3. Biometrischer Scanner. Ah, das möchte ich gerne behalten wollen. Bin ich denn jetzt schon. Der hat da irgendein Geld mehr. Kann ich dir mit etwas helfen? Hast du da gerade was gehabt, was toll. Interessant wäre? Aufseher Armschutz links. Um 10% reduzierte Aktionspunkte kosten im Wetz. Hm. Da hast du rechts und links. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Mhm. Okay. Wie viel habe ich jetzt im. Ich bin auch zu voll. Kacke. Ich schaue mir irgendwie los.
sind auch noch 6, ne? Kirby, wo bist du? Ach da. Du wirst wohl... Du wirst wohl ein bisschen was von mir nehmen müssen. So leid es mir tut. Nimm mal die Mine hier. Nimm mal den Napalmer. Das sind die Karte und die Kampfflinte. Und die ganzen Klamotten hier erstmal. So. Und jetzt gehen wir mal schnell nach Hause. Und ich stell dir mal meinem anderen Roboter vor. Und zwar den Cotsworth. Barry, kommst du? Ja. Ich weiß nicht, ich werde glaube ich Curry nicht mitnehmen. Einfach aus dem Grund heraus, wie ich auch Cotsworth und Preston und alle anderen nicht mitnehme. Einfach weil ich alleine irgendwo zufriedener bin. Alleine renne ich irgendwie zufriedener durch die Gegend. Mache auch mehr Schaden und alles drum und dran. Und da ist es glaube ich doch für mich angenehmer. Ja, behalte im Auge, was du willst. Aber geh mir nicht auf den Sack. Nee, auf jeden Fall werden wir dich jetzt zur Red Rocket bringen. Da stelle ich dich den Cotsworth vor. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut. Einige Kreaturen wie der Myolog-König, die Chamäleon-Todeskralle und Wachbots können Tarnung nutzen, um sich praktisch unsichtbar zu machen, sodass sie anderen auflauern können. Ja, habe ich schon erfahren. Willkommen im Commonwealth, Curry. Aber ich werde dich jetzt, wie gesagt, zur Red Rocket Station bringen. Und werde da die Enklave-Rüstung ausstellen und meine Black Devil-Rüstung stehen lassen. Weil ich renne jetzt wieder ohne Black Devil-Rüstung durch die Gegend. Ich finde die zwar übelst sexy, die ist schon ziemlich geil. Gibt es eine Interaktion zwischen euch beiden? Nö, schade. Gib mir mal alles, was du da hast. Dankeschön, ich trage so viel. Ist mir egal. Was willst du? Warte da. Ich warte. Hier ist es sicher, oder? Warte mal, kann ich dich hören? Was gibt's? Wegschicken, da. Beziehung. Was, Beziehung? Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich finde dieses Reisearrangement ziemlich angenehm. Ah, okay. Meinung. Was meinst du? Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Aha, okay. Auf jeden Fall. Es ist Zeit für dich zu gehen. Ich freue mich schon darauf, unsere Reisen fortzusetzen. Du bleibst aber an der Red Bucket Raststätte. Reise bestätigen, jawohl. Jetzt hast du mit Cotsworth. Ja, keine Ahnung. Warum bin ich jetzt wieder so... Hä? Jetzt bin ich schon wieder... fit? Hä? Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Maximal 10 TP, ja, ist klar, aber... Hä? Ach! Weil Curry dabei war, habe ich es weniger tragen können. Das ist der Grund gewesen. Ah, okay, klar, makes sense. So, jetzt habe ich hier ein komplettes Set eigentlich fertig, ne? Pass mal auf. Ich nehme dir die drei Sachen weg und dafür kriegst du von mir schon mal die Enklavenkleidung. Jetzt haben wir schon mal die Enklavenrüstung. Hübsch, hier ist unsere normale, hier ist die zweite normale. Ja, und ich habe das letzte Exoskelett in der Tasche. Deswegen steige ich auch mal kurz aus der Bude aus. Achso. Den nehme ich mit. So. Jetzt habe ich die Enklavenrüstung komplett. Ich habe hier zwei normale Powerrüstungen mit einer guten halbe. Habe ich für dich noch was? Link ist mein rechtes mein Torso. Und alles, was ich habe, hast du auch. Okay. Und hier ist die Black Devil Variante mit dem Inferno. Teil. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet.
Mit den ganzen Rüstungsstatuen. Gebe ich ehrlich gesagt mal zu. So, meinen ganzen Schrott mal abgelagert. Dann werden wir noch die Waffen los und den Rest der Klamotten. So, Inspektoren lässt sich. Die Dinger jetzt auch, weil ich habe keinen Platz mehr aktuell. So, Mods habe ich glaube ich keine gehabt, aber Waffen können wir noch ein paar abgeben. Impulsmine, Napalmer. Und die ganzen Krempel hier. So, nochmal ganz kurz gucken, was ich hier habe. Blutpaket. Ja. Jetzt sind wir wieder bei, sag mal, bester Gesundheit. Und sehen auch dementsprechend gut aus. Wir haben jetzt eine komplette Enklavenrüstung. Was hat denn die Power eigentlich? 155 von Leben, ne? Und 452 vom Torso. Was hast du? 630. Okay, die Black Devil Rüstung ist die stärkste, die wir haben. Selbst der Torso kommt nicht anders, weil er ist mit 260 ran. Aber den Kern nehme ich ja weg. Ich habe keine Lust, dass hier irgendwer später einstiefelt und mir das Ding klaut. Enklave, normale Rüstung, Black Devil Rüstung, noch eine normale Rüstung, noch eine normale Rüstung. Ich werde nicht drum rumkommen, langsam mal wirklich hier umzuziehen. Ich weiß bloß noch nicht wohin. Wobei ich überlege, ob ich nicht wirklich das Starlight Diner hier nehme, ne? Da ist zwar keine Sau, aber ich habe dafür genug Bauplatz. Wäre tendenziell möglich. Sunshine Trading Corporation hat mittlerweile 6 Leute bekommen. Das ist interessant. Da sind es mittlerweile mehr gelandet als bei Tensbury. Ah ja, klar, den fehlt das Essen, den fehlt Wasser, den fehlt Schutz, den fehlt Betten, ne? Ich werde mal da ganz kurz hinreisen. Einfach um da mal ganz kurz klar Schiff zu machen. Und um das Signal auszustellen. Nicht, dass da noch mehr Leute hinkommen. Ich habe eigentlich keine Lust, dass da nachher 20 Leute in einem Örtchen leben. Ah, oh Scheiße. Ja, perfekt. Wunderbar, wunderbar. Wer bist du? Ich habe immer so einen Hunger. Ja, ja, ihr habt Hunger, ist mir schon bewusst. Seid ihr Händler? Siedler, 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 Brahmin, Siedler. Kann ich mal ganz kurz hier warten? Irgendwie. Ich glaube, ich muss auf hier irgendwo sitzen, ne? Natürlich super, dass ich gerade ausgerechnet wieder herkomme, wenn es hier Gewitter ist, ne? Aber ich kann ja mal ganz kurz Nacht drüber schlafen. Es ist eh nur noch abends. Wir schlafen einfach mal 9 Stunden. Vielleicht heilt das auch unsere Krankheit. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Es ist nicht alles wie erwartet, aber wir sind bereit, hart zu arbeiten, um auf unser Zuhause zu kommen. Finde ich gut, dass du da hart arbeiten willst. Okay, meine Krankheit ist immer noch da. Gut. Du hast einen schicken Mantel an. Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich... So, erstmal ganz kurz deaktivieren. So. Dann ernte ich mal was zu werden. Ganz kurz die Pflanzen hier ein. Weil wir brauchen mehr Nahrung. So. Na komm. Aha. So, erstmal ganz kurz an Sourcen essen. Ich hatte hier gerade was eingesammelt. Wo ist es? Tatus. Pulsiert 0,5. Wir haben. Ah, brauchen ein bisschen mehr anscheinend. Okay. Ja, 1. 2. 3. 4. Das haben wir schon mal. So, Wasserpumpe, Operator, Wasserpumpe produziert 3.
So, was haben wir schon mal? Kann ich die Maschine wegmachen? Nee. So, Schutz. Sie braucht noch ein bisschen Schutz. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz an den Wachposten. Alle erhöhten Wachposten. Hier quasi jetzt eine zweite Wachpostenstation hier oben. Und hier hinten noch einer. Weil hier waren auch letztes Mal sehr viele. Sag mal Siedler, ne? 5 Leute. Oh, hier ist wieder einer ausgezogen. Aber macht nichts, ihr kriegt noch einen. So, Level up. Gibt noch ein Bett ganz kurz. Einfach zur. Bett. Ja, ein Bett. Bett, Bett, Bett. Ein schönes Bett, das wäre nett. La 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 la. Da noch eine Leiche im Raum? Oder ernsthaft? Die sieht doch ziemlich frisch aus. Die sieht wirklich ziemlich frisch aus. Gut, auf jeden Fall habt ihr jetzt erstmal Wasser. Aber ihr habt hier Nahrung, ne? Euch fehlt noch an Nahrung. Soweit habt ihr alles da, was ihr braucht. Bis auf Nahrung. Das Thema hatte ich letztes Mal schon, ne? Na gut, aber ich kann euch momentan leider keine Nahrung geben, weil ich habe keine weitere aktuell. Aber ihr habt deswegen einen Wachschutz. Oh! Ich kann die Tatobären abernten. Okay, dann kriegt ihr doch noch Nahrung, Gott sei Dank. Wir haben noch Glück gehabt. Sollen wir noch welche kriegen? 1, 2, 3, 4. Das sollte es eigentlich reichen, ne? Jawohl, jawohl. Nee, nicht einlagern. Ja. Siedlung ist wieder auf Vordermann gebracht. Sehr schön. Dann sage ich auf Wiedersehen. Und wir begeben uns jetzt zum. Okay, warum hast du. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Ich auch nicht. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Wir waren es eigentlich so weitestgehend gut durchgekommen. Wir könnten jetzt nach Diamond City. Black Devil haben wir jetzt erledigt. Aber wir könnten auch eine andere Aufgabe machen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun, ne? Erreiche das Feldlager. Gehe der Funknachricht nach. Silver Shroud, sprich mit Kent Connolly. Wir könnten die Karawane machen. Die war hier rechts vom Watz-Institut-Ding, ne? Das ist, glaube ich, auch relativ schnell machbar. Weil ihr merkt vielleicht, aber ich weigere mich gerade mehr oder weniger Richtung Diamond City zu begeben. Auch wenn das eigentlich der Story-Hauptpunkt ist. Aber ich habe doch keine Lust, mich um die Hauptquest zu kümmern. Das ist nicht so weitestgehend. Schalte die falsche Rote aus. Warten wir Roboter. Hä? Warten wir Roboter. Ist er auch nicht. Außer ein Signal, was ich nicht sehe. Und es ist auf jeden Fall nicht mein Radio, was sie dudelt.
Da ist eine Supermutantenpatrouille. Aber hier sind wieder Roboter und sonst dergleichen. Hier ist ja nichts. Egal, wir haben erstmal ein Level ab, was wir noch ganz kurz einsetzen werden. Das geht erst ab Level 34. Level 40. Noch mehr Munition im Behälter, das war ganz gut. Ja, aber hier passiert scheinbar nichts irgendwie. Ja, in der Brücke waren wir schon. Hier waren ein paar. Was sind die für Leute? Ist das ja auch wieder ein Krieg? Oder eine Übergabe? Armer, Raiderabschirm. Das können wir nicht bezahlen. Bitte, wir sind nur Bauern, die nach Hause wollen. Hm? Okay. Gunner, Laserpistole. Das war es noch nicht geplant, dass ich hier gleich eine Straßensperre aushebele, aber gut. Nehme ich so hin. Seid ihr in Ordnung? Hey, danke. Das hätte bei weitem nicht jeder getan. Naja, wenn ich schon mal da war. Hi, du hast uns das Leben gerettet. Ich danke dir. Danke. Kann ich euch nicht zu irgendeiner Siedlung schicken, die ich schon gebaut habe? Das ist eine Autobahn direkt über Wohnblöcken. Gut, aber ändert nichts daran, dass ich Rohre ausschalten wollte, ne? Ich werde mal ganz kurz neu laden. Also mal kurz speichern. Und einfach neu laden. In der Hoffnung, dass es denn dadurch irgendwie die Mission neu triggert. Weil irgendwo hier hinten müssen ja was gewesen sein. Ne, ist noch nichts. Ich höre aber auch kein Radio mehr, ne? Oder muss ich das Karawanensignal nochmal anhören? Nee, das gibt's nicht mehr. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Hilfe! Sie werden mich töten! Eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden. Okay, also kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann der Karawane nicht helfen. Ah, die Karawane ist noch weitergegangen. Hier ist es so schön. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan hat Durst. Das wird es wohl gewesen sein. Ja, was ich jetzt hier noch machen soll. Hier fliegen cool Hände in der Luft, okay. Also man merkt, Fallout 4 ist jetzt bei Weitem kein bugfreies Game, ne?
Also man hat ja immer noch teilweise seine Fehler drin. Wer quatscht denn da? Hallo? Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. So, Omega, du bist. Wer schießt denn hier? Hier ist doch keiner. Einfach mal schurzig gerade. Ach, da oben. Dieser Typ ist ein Zünd. Er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Gott, meine Kinder. Lass sie aus dem Spiel. In Wahrheit ist er der Sünd und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Ja, wie verstehst du ihn jetzt? Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit hören. Dann kann ich vielleicht helfen. Ich sag dir, ich bin kein Zünd. Du musst mir einfach glauben. Beruhigen wir uns erstmal. Hier muss niemand sterben. Nein, er will mich tot sehen. Er wird niemals aufhören. Ich muss ihn töten. Hör nicht auf ihn. Er wird alles versuchen, um dich zu überzeugen. Nimm die Waffe runter. Hör zu. Nimm einfach nur die Waffe runter. Dann können wir über alles reden. Nein, nein. Er bringt uns beide um. Erledige dich eigenhändig? Du tust gar nichts, wenn ich dich zuerst erledige. Oh, Gott sei Dank. Verflucht! Ich bringe euch beide um! Du bist tot! An meinen Arsch, du oder ich! Was zum... Ich mach es ganz einfach. Wir machen es ganz einfach. So. Synth-Komponente. Also was tut der Synth? Okay. Ja, gut. Ist halt so, ne? Meinst du irgendwo nachzugucken, was das für ein Ding ist? Synth-Komponente? Ne, ne? Nö. Ach hier. Ja. Also was tut der Simp? Okay. Tja. So viel dazu. Aber dann würde ich sagen, beenden wir den Part jetzt erstmal hier. Weil ich weiß auch gerade nicht, wo ich hingehen möchte. Meine eine Aufgabe, die ich haben wollte, ist nicht verfügbar. Wir könnten uns jetzt erstmal... Ja, keine Ahnung, dass wir uns gucken. Pyro wäre interessant. Oder wir holen uns die Kampfflinte in Verbindungshaus 115, weil das ist ja auch nicht weit weg. Das war ja hier. Und in der Ecke. Ich glaube, wir machen nächste Runde, nächste Folge. Nächste Folge machen wir das. Ich sag erstmal damit danke fürs dabei sein. Ach ja, den oben habe ich jetzt auch schon erlegt. Wie gesagt, wir sind hier gerade ein bisschen so am Lost sein. Und ich weiß auch gerade nicht, wo ich hingehen will und hingehen möchte und alles drum und dran. Wir werden uns einfach in nächster Folge ein bisschen weiter umgucken. Schauen, wo uns der Weg hinführt. Und dann ist alles ein, würde ich sagen. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bleib jetzt einfach mal hier an der Ecke stehen, sag ich mal. Irgendwo hier. Und dann schauen wir weiter. In der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dahin und ciao.